Hallo und herzlich willkommen zu HWK TV. Mein Name ist Milena Gospodinova. Ich komme aus Bulgarien und studiere an der Universität Koblenz. Ich bin Vorsitzende des Fanclubs Bulgarien in Koblenz. Über diese Aufgaben stehe ich in engem Kontakt zu Herrn Dr. Wilbert, Honorarkonsul der Republik Bulgarien in Rheinland-Pfalz und Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz. Gemeinsam mit anderen Moderatorinnen werde ich Sie im Wechsel durch HWK TV begleiten. Heute geht es um den Meisterschuss. Fast 100 Mannschaften haben sich bereits angemeldet, darunter auch viele zum ersten Mal, sowie die Handwerker aus dem Koblenzer Unternehmen KSV. KSV steht für Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH, ein Hightech-Unternehmen im Elektrobereich. Wir sind tätig in der Industrieautomation auf der einen Seite. Wir machen dort Steuerungssysteme für Produktionsprozesse, Software, Datenbanksysteme, Prozessleitsysteme, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir Energieverteilungen für Groß- und Industriegebäude machen. Das bedeutet Niederspannungshauptverteilungen, Mittelspannungsanlagen und dort auch Gebäudeleittechnik für Gebäudeoptimierung und für Gebäudemanagement. Das, was wir herstellen als originäres Produkt oder was wir Hardware nennen, das sind Schaltschränke, das wird in 100%iger Handarbeit gemacht. Dort ist auch noch Facharbeiter können gefragt und wird dort auch sehr stark benötigt. Doch nicht nur mit Volt und Ampere können die 85 Mitarbeiter umgehen, auch mit dem runden Leder, das ins Eckige muss. Zur dritten Auflage des Meisterschuss, dem Fußballpokal des rheinland-pfälzischen Handwerks, will man zeigen, wie Fußball und Handwerk hier ein gutes Doppel bilden. Fast 100 Unternehmen haben sich bisher zum Meisterschuss angemeldet. Da wird es nicht ganz einfach, sich über die Vorrunde fürs Finale zu qualifizieren. Herr Papst, wie bereiten Sie Ihre Truppe auf den Meisterschuss vor? Ich denke, wir brauchen uns nicht vorzubereiten, da wir viele erfahrene und aktive Fußballer in den Reihen haben. Denke ich, sind wir vorbereitet genug und fit genug dafür auch. Ja. Wie kam es damals zur Idee, dass Sie beim Fußballpokal mitmachen? Ein Arbeitskollege hatte halt die Idee, da mitzumachen. Er hatte diese Nachricht da irgendwo gelesen, dass es diesen Meisterschuss gibt. Und aus diesem Grund haben wir uns dazu bereit erklärt, da halt mitzumachen. Okay, dann bedanke ich mich Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja, danke schön. Die Botschaft hinter dem Meisterschuss für den Meisterbrief für Qualifikation und Ausbildung durch Handwerksmeister wird durch das Unternehmen auch im Alltag mitgetragen. Aus Koblenz von einer Mannschaft, die zum ersten Mal antritt, berichten wir nun über den Sieger des Vorjahres. Der Champion um Dachdeckermeister Kurt Reiner tritt auch in diesem Jahr an. Wir haben beim Titelverteidiger in Dörth bei Emmelshausen vorbeigeschaut und nachgefragt, wie man sich auf das Fußballturnier vorbereitet und mit welchen Erwartungen man 2007 an den Anstoßkreis geht. Der Zusammenhalt ist besser geworden durch diese Aktion. Wir haben vorher Training gemacht, also es war nicht nur ein Stück Arbeit, auch viel Spaß. Meisterschuss, Weiterbildung bis hin zur Krone im Handwerk, der Meisterprüfung. Das sind Themen, die fest im Unternehmen verwurzelt sind. Unter den 14 Mitarbeitern sind gleich 4 Meister. 2 Lehrlinge erlernen hier ihr Handwerk. Und auch in diesem Jahr soll ein Jugendlicher ausgebildet werden. Dabei spielt die Eignung für den Einsatz auf dem Fußballplatz keine Rolle. Am 16. Juni geht es mit dem Meisterschuss 2007 los. Das große Finale findet am 30. Juni 2007 in Mainz statt. Wer sich noch nicht angemeldet hat, soll das schnell machen unter www.meisterschuss.info. Ich verabschiede mich von Ihnen, Ihre Milena Gospodinova. Meistervorbereitung bei der Handwerkskammer Koblenz. Elektrotechniker ab 29. Juni 2007 in Teilzeit in Koblenz und Rheinbrohl. Installateur und Heizungsbauer ab 12. Oktober 2007 in Teilzeit in Koblenz. Metallbauer ab 2. Juli 2007 in Vollzeit in Koblenz. Weiterbildung bei der Handwerkskammer Koblenz. Workshop geführte Energieberatung ab 28. Juni in Vollzeit über 3 Tage. Betriebswirt des Handwerks ab 4. September in Teilzeit. Jetzt zum Meisterschuss anmelden und Preise im Gesamtwert von 30.000 Euro abräumen. Informationen unter www.meisterschuss.info.